Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind bei der Firma Mensing. Ich hatte euch ja gesagt, und ihr habt es im Titel wahrscheinlich auch gelesen, dass durch die Rennstrecke die Felgen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Und ich dachte mir, bevor ich die pulvern lasse, überlasse ich das einfach nochmal einem Profi, die sauber zu machen. Und ob wir das wirklich schaffen, seht ihr in dem Video. Ich kann euch mal zeigen. Noch sehen sie gerade so aus. Die sind einmal gewaschen. Jetzt bin ich schon wieder ein paar Kilometer gefahren. Das ist vorne. Vorne ist immer am schlimmsten, weil man da ja auch ein bisschen stärker bremst. Hier ist ja nur die kleine Bremse drauf, aber wie ihr seht, auch hier. Das Problem ist, ich kann es noch mal kurz anreißen. Wir sind auf die Rennstrecke gefahren und ich hatte die Felgen vorher einmal sauber gemacht, weil wir da halt einen Carpon und sowas noch drehen wollten. Bin ich auf der Rennstrecke dann gefahren ein paar Runden und da waren die Felgen so heiß, habe ich natürlich nicht dran gedacht, waren die Felgen so heiß, dass sich der Bremsstaub halt enorm eingebrannt hat. Ihr bekommt jetzt einen Zeitraffer, wie Kai drei Felgen macht. Und die vierte erklärt er mir dann, wie ich das zu machen habe, damit ich auch mal was tue. Ne? Kann ja nicht immer nur zugucken, wie andere arbeiten. Viel Spaß. So, hier ist jetzt nochmal eine Felge. Ihr habt ja gerade im Zeitraffer schon gesehen, wie Kai die anderen drei gemacht hat. Die machen wir jetzt mal selber. War schwer? Ja, also es ging. Es war schon härtere Arbeit als wie sonst, sag ich mal, eine Felge sauber zu machen, weil es halt so warm geworden ist wahrscheinlich auf der Rennstrecke und natürlich sich dann alles richtig festgesetzt hat. Aber wir haben es ja weggekriegt, es geht. Und okay. Du wirst ja gleich sehen, wie es funktioniert. Ja. Das heißt, was ist jetzt der erste Schritt? Wir machen jetzt erstmal, du sprühst jetzt erstmal den Felgenreiniger drauf, den lassen wir jetzt einen Augenblick einwirken, dann läuft er so richtig schön blutrot runter. Mhm. Das ist halt schon mal das Gröbste, alles ein bisschen angelöst. Dieses wird. Blutrot ist da dieser Wirkindikator. Ne? Genau, das ist dieser Wirkindikator. Okay. Dann, genau, kannst du ruhig schon mal. Erstmal Sprühkopf. Ruhig, großzügig einsprühen alles. Brauchst nicht mehr zu geizen. Katie, Papa filmen gerade. Also jetzt siehst du ja schon, dass das hier halt schon überall anfängt, sich zu verfärben. Das lassen wir jetzt ein paar Minuten so. Und dann gehst du einmal mit dem Pinsel rüber, schön gründlich jede Ecke einmal schon mal vorpinseln. Dann spülen wir die ab, dann waschen wir die noch einmal mit dem Schwamm rüber. Dann kneten wir sie einmal ganz leicht, dass da wirklich was noch so jetzt festsitzt ist, dann damit weggeht. Okay. Dann machen wir sie trocken und dann nimmst du Politur, Tuch, Finger und dann Okay. Aber das war jetzt noch nicht eingebrannt oder? Also teilweise ja. Teilweise sind einige Stellen wirklich eingebrannt, also was heißt eingebrannt, also richtig festsitzend gewesen. Aber es geht noch weg. Es ist jetzt nicht so schlimm, wie man es jetzt von manchen Fällen vielleicht kennt, wenn wir jetzt wirklich diese harte Verkrustung drauf, was gerade jetzt hinter den Speichen oder so. Ja. Wenn jetzt hier gibt es auch Felgen, die haben solche Rille einmal nochmal komplett ringsrum und genau dahinter, wo halt nie einer wirklich sauber macht, ist eine richtig harte Verkrustung manchmal. So schlimm war es noch nicht, aber es ist halt, weil es eine weiße Felge ist, siehst du es halt extrem. Ja. Du hast den Dreck. Ich habe die erste Felge einmal übergewaschen, ich habe sie abgetrocknet, um es mir halt anzugucken. Und es sah genauso bescheiden aus wie vorher. Und da sah ich wieder, okay, was habe ich jetzt gerade eigentlich gemacht? Das ist, also ich versuche einmal in der Woche das Auto mindestens zu waschen. Aber ich irgendwann, also jetzt gerade nach der Rennstrecke, habe ich es einfach nicht geschafft, das da wieder abzubekommen. Mit den stärksten Mitteln, die ich so zur Verfügung hatte, ging es halt nicht.
Ja, wie gesagt, es ist... Und man muss davor dazu sagen, Sie waren ja vorher auch noch nicht versiegelt, ne? Ja. Das wird das ein bisschen besser? Ja, definitiv. Also ich werde für die Zukunft meine Bremsbeläge noch tauschen. Dann wird da auch weniger Bremsstaub produziert, ne? Es kommt drauf an, was du nimmst. Also wenn du wirklich öfters vorhast, Rennstrecke zu fahren, wird es nicht weniger, dann wird es schlimmer. Okay. Aber sie werden ja versiegelt, ergo geht es leichter. Also ich habe es ja bei meinem eigenen Auto ja auch. Okay. Ich fahre ja auch mit einem Auto Rennstrecke und da habe ich auch die Felgen versiegelt. Und ich bin ganz ehrlich, ich wasche das Auto auch nicht immer gleich, weil ich es halt nicht immer mitnehme. Ich lasse ihn auch oft da stehen. Und dann wird er halt da dann gewaschen von einem Bekannten von mir. Und das ist dann auch mal Tage, ein bisschen später. Das ist kein Problem. Also ich habe, glaube ich, in der Felge zwei, drei kleine schwarze, diese Verkrustung wirklich in so einem Mühbereich groß, die auch sagen, okay, komm, aber dafür sind die Belege, die sind halt extrem aggressiv natürlich auch. Ja, klar. Und es wird, du hast ja gemerkt, es wird ja halt auch richtig warm. Ist halt, ich habe mir die Finger verbrannt. Das war schon... war ja, nicht ohne. Das ist... das stimmt. So, dann nimmst so, du und jetzt, das ist jetzt normales... Das ist ganz normales Shampoo, ein bisschen höher konzentriert. Und jetzt kannst du erstmal schön grob, ich halte die so ein bisschen mit fest, alles einmal schon mal so ein bisschen abpinseln. Also extra ein Pinsel mit etwas härteren Borsten, weil wenn du jetzt hier, sag ich, mit was ganz, ganz Weichem nur beigehst, dann ja, ist halt auch das Problem, ja, es bringt nicht wirklich viel. Also hier musst du wirklich jetzt leider mal ein bisschen härtere Geschütze auffahren, als wie sonst üblich ist für so eine Felgenreinigung. Aber was ich komisch finde, dass jetzt schon, zumindest von dem, was ich so sehe, es schon besser ist, als das, was ich irgendwie immer so fabriziere. Ich verstehe es nicht. Das ist, ja gut, ich sag mal so, es sind immer noch mal ein paar andere Sachen, die, sag ich mal, die jetzt gewerbliche Aufbereiter natürlich auch beziehen können und beziehen dürfen, als wie private Sachen. Ja, aber es ist auch schon Arbeit, ne? Also man muss sich da schon mit beschäftigen. Ja, ja, klar. Das ist jetzt nicht mal eben so, ja komm, jetzt machen wir das mal eben schnell so just sauber. So, das ist es leider oft nicht. Und das ist ja auch beim Automachen im Allgemeinen, also wenn jetzt ein Auto aufbereitet ist, klar. Na ja, klar. Das ist, mal funktioniert es gut, dann bist du halt wirklich gut in der Zeit, dann klappt das doch alles, aber dann hast du halt auch oft Autos und Probleme, die dann auftreten, wo der Lack nicht richtig funktioniert, wo es schlieren wirft oder gerade bei älteren Lacken, dann klebt alles drauf, dann kriegst du es nicht ab, dann machst du Kratzer rein beim Abwischen und all so ein Kram. Hier kurz her. Der ist gut. Ich mir auch mal ein Set holen müssen wahrscheinlich. Was würdest du empfehlen, wie ich jetzt für die Zukunft mit den Felgen umgehen soll? Also da sie jetzt ja halt im Anschluss noch versiegelt werden mit einer Keramikversiegelung für Felgen, ist es eigentlich ausreichend, wenn du es halt regelmäßig machst, du brauchst eigentlich noch nicht mal einen Felgenreiniger mehr. Okay. Also wie gesagt, ich habe es bei meinen eigenen, wie gesagt, habe ich es auch drauf und ich benutze keinen Felgenreiniger mehr. Es reicht wirklich Shampoo-Wasser, ein vernünftiger Schwamm und dann halt einmal alles vernünftig abwischen und dann ist die Geschichte auch durch. Und wie lange hält so eine Versiegelung? Also man sagt, je nach Nutzung natürlich, je nachdem wie viel man fährt, wie viel man wäscht wirklich, was man auch benutzt, wenn du jetzt wirklich mit Felgenreiniger arbeitest, natürlich klar geht es schneller runter. Ich sag mal, so eine Saison ungefähr kann man rechnen, hält das. Also ich mache es immer einmal pro Saison, mache ich es halt neu. Also wenn ich dann halt wechsle, dann habe ich im Wintersatz habe ich halt eine frische Versiegelung drauf und dann mache ich halt im Winter dann halt wieder die Sommerfelgen einmal fertig. Ja, dann sollte ich das auch tun. Gut. Hast du alles getroffen? Ich glaube ja. Und jetzt siehst du ja, was ich dir ja gesagt habe, also es sah halt sauber alles soweit, beim Reinigen halt sauberer aus, aber das ist halt wirklich richtig, richtig fest, der ganze Kram. Wenn ich jetzt hier selbst mal so mit dem Finger rüber gehe, tut sich halt... Ja genau, und das ist das, was ich halt meinte, warum ich dachte, dass wir die dann auch eigentlich pulvern, aber es funktioniert ja so auch. Jo. Ja, wie gesagt, das müssen wir jetzt nur leider noch ein, zwei Mal machen und dann... Geht's dann danach? Dann der nächste Schritt. Genau, dann kommt der nächste Schritt.
Okay. Zwei ist das jetzt, ne? Quasi. Ja, kann man sagen. Oder? Ja. Naja, ja. Ja, Schritt zwei. Schritt zweieinhalb, irgendwie sowas. Genau. Okay, das heißt, also, weil man sieht ja halt hier, was ich ja schon gerade gezeigt hatte, wo wir noch in der Waschhalle waren, du kriegst es halt mit rein Waschen und Kneten halt nicht mehr weg, diesen ganzen Kram, weil sich das halt so dermaßen festgesetzt hat. Deswegen müssen wir das jetzt alles per Hand runterpolieren. Klar kannst du jetzt auch hier, sag ich mal, die Speichen oben noch mit der Maschine machen, aber sobald du halt hier drinnen reingehst, kommst du halt nicht hin, ja, flächendeckend. Deswegen machen wir jetzt gleich einfach alles von Hand. Von innen drinnen polieren wir die Felge natürlich einmal mit Maschine, weil da schrubbst sich dumm und dämlich bei. Okay. Deswegen, ich zeige dir jetzt einmal ganz kurz an so zwei, drei Speichen, wie das geht oder wie man das macht und dann kannst du dich austummern im Rest. Okay. Gut, also wie gesagt, das ist eigentlich ganz einfach. Hast halt hier so ein bisschen Politur vorher drauf. Teilst das ein bisschen, dass das hier nicht irgendwo überall rüberläuft. Und dann gehst du halt einfach schön flächendeckend hier einmal rüber. Dann siehst du ja. Und ist da jetzt irgendwie so eine, irgendwas Schleifmittel? Ja, das ist eine Schleifpaste, genau. Mhm. Also es gibt höchstwahrscheinlich auch noch andere Methoden, wie man das jetzt machen kann. Du könntest es auch noch 20 Mal mit dem Reiniger rübergehen. Ja, klar. Aber ich sag mal so, kriegst du es halt wirklich jetzt schön auch hier in den Kanten, kannst du überall einmal lang gehen. Und jetzt siehst du schon einen Unterschied von den beiden, jetzt sag ich mal zu den beiden. Ja, auf jeden Fall. So wie es eigentlich hätte nach der Wäsche schon aussehen müssen. Mhm. Ja. Okay. Und immer nur ein bisschen, ja? Genau, immer ein bisschen. Wenn ich kann, du kannst halt immer ein bisschen nachnehmen, also du merkst es halt, wenn es halt nicht richtig weggeht. Also es muss halt immer gut, sag ich mal, benetzt sein alles. Willst du einen Hocker haben, oder? Nö, es geht so. Na, krass. Ja, das machen wir jetzt mit allen Speichen. Müsst ihr ja nicht die ganze Zeit zugucken, weil jede Speiche, da wird das Gleiche gemacht und dann sehen wir uns. Dauert jetzt ein bisschen erstmal. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir müssen jetzt einmal entfetten, ne? Genau, wir entfetten jetzt. Das ist Isopropylalkohol, was ich hier drauf gesprüht habe. Ist jetzt halt wirklich so um den ganzen, sag ich mal, Rest, was du jetzt irgendwie durchs Tuch nicht mehr oder durchs Tuch nicht richtig erwischt hast, damit das halt alles schön runterkommt, damit die Oberfläche halt fettfrei ist, damit wir jetzt gleich die Versiegelung beauftragen können. Das ist schon echt eine harte Arbeit, ne? Ja. Felgen. Ja, aber vor allen Dingen, wenn du halt solche Felgen hast, so mit so vielen Speichen. Ich sag mal, wenn du jetzt eine schöne 5-Stern-Felge gehabt hättest, wäre das alles ganz ecke einfacher gewesen. Aber immer besser so ist jetzt hier, als wenn du jetzt mit einer BBSRS angekommen wärst. Dann würden wir, glaube ich, morgen hier noch sitzen. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich sie nicht neu pulvern lassen muss. Nö. Dass du das so hingekriegt hast. Das ging Gott sei Dank. Hat wieder ein bisschen Geld gespart. Ja. So. Ja, warum ich das jetzt ihn machen lasse, ist, weil das ist jetzt zum Versiegeln, ne? Genau, das vorher ist einmal jetzt fettfrei machen. Genau, das ist jetzt die Keramikversiegelung, die wir jetzt auftragen. Und ist halt das Problem, ich sag mal, gut, bei Weiß siehst du es jetzt nicht so stark, aber es soll natürlich vernünftig sein, sprich, wir müssen alles zu 100% abwischen. Es darf halt nirgendwo irgendwo noch was sein, weil sonst kann es halt sein, dass du so eine Art wie so einen leichten Benzinschleier halt da siehst, wenn du es halt nicht richtig abwischt. Ja. Und da ist halt immer das Problem, klar, ich sag mal, ich könnte es dich jetzt machen lassen, so, wenn aber jetzt irgendwas nicht richtig abgewischt ist und du kommst zum Ende der Saison, dann sagst du mir, aber guck mal, da ist das, sieht das mal so ein bisschen komisch aus. Dann stehe ich da und dann sage ich, ja, scheiße, das war jetzt halt nicht so gut. deswegen mache ich das jetzt einmal kurz. Perfekt. Wir zeigen jetzt einfach mal, wie man das jetzt aufträgt, hier an zwei, drei Speichen kurz einmal und dann wischen wir das ab. Ja. Und dann mache ich halt in Ruhe den Rest der Felge fertig und dann
ist das fertig. Immer so haben wir jetzt einmal den kompletten Ablauf einmal so ein bisschen dargestellt. Du hast auch mal ein bisschen was gemacht, das weißt du, wie es geht. Ja, perfekt. Und ja. Okay. Du hast da jetzt einen ganz normalen Schwamm, ne? Nein, das ist so ein spezielles Tuch. Das ist so eine Art, sag ich mal, wie so ein leichtes Alcantara-Tuch fühlt sich das an. Das ist von dem Hersteller, von der Versiegelung auch. Und das ist halt einfach nur so ein Klotz, damit du das halt vernünftig halten kannst. Ja, okay. Dann habe ich halt hier die Versiegelung drauf geträufelt. Sieht man ja hier so ein bisschen dunkler. So wenig reicht schon? Genau, das reicht so. Und jetzt drückst du das halt einfach hier so schön erstmal flächendeckend auf. Oh, perfekt. Das ist jetzt dann auch quasi der letzte Genau, das ist Schritt jetzt, gewesen, ne? Das ist jetzt so gesehen der letzte Schritt. Und dann, weil das halt ziemlich kleine Zwischenräume sind, musst du es jetzt hier einmal so ein bisschen in die Hand nehmen und jetzt trägst du es halt hier schön überall einmal. Gut, dann lasse ich dich da nochmal weitermachen ohne Kamera. Jo, alles klar. Das Endergebnis sieht dann übrigens so aus. Und wir hatten ja im Titel, oder ich hatte ja im Titel geschrieben, kriegen wir die Felge noch hin. Ja, zum Glück haben wir das hinbekommen. Machst du gerne Felgen? Sollen die Leute ruhig hierher kommen, bevor sie versuchen zu pulvern? Oder lieber nicht? Wir können es gerne ausprobieren. Ich sag mal, wir können immer das machen, was halt möglich ist, natürlich nur. Ich sage, oft funktioniert es aber auch manchmal nicht. Ja, klar. Ich sage mal, ich habe es ja damals schon in dem Video gesagt bei Philipp mit dem Dach, wo das halt so zerkratzt war an den Seiten. Ich sage, gut, wir müssen es ausprobieren, wir gucken, bei dir ja auch, ich habe dir auch geschrieben, ich sage, ja, komm her, wir probieren es aus. Wenn es geht, cool, klar, kein Problem, machen wir alles fertig. Wenn es nicht geht, gut, dann geht es halt nicht. Dann hat man immer noch die andere Möglichkeit halt zu pulvern das oder stimmt. halt zu lackieren oder dementsprechend was anderes. Ja. Also wie gesagt, wenn irgendwer jetzt irgendeine Frage hat, oder kann mich gerne anschreiben, was weiß ich, E-Mail, Facebook, Instagram oder anrufen, einfach bei uns in der Firma, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Okay. Alles klar? Gut. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ergebnis hat euch gefallen. Ich bin auf jeden Fall mega zufrieden. Spart mir wieder Geld zum Pulvern und ja, jetzt sieht es auf jeden Fall wieder schön weiß aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.